Ja, seid's gegrüßt, meine Freunde des alternativen Lebens. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen Dank dafür. Wie geht's dir heute? Wie fühlst du dich? Wie fühlt sich dein Körper an? Wie geht's dir gesundheitlich? Darüber würde ich gerne sprechen, weil bei mir ist gerade so alles so ein bisschen in Schieflage, habe ich das Gefühl. Und auch schon länger. Und vielleicht geht's dir ähnlich. Ich weiß nicht, woher es kommt. Keinen Plan. Ob das nur bei mir so ist, ob das bei vielen gerade so ist, weil so viele sind gerade in Heilung oder in Krankheit, wie auch immer man das sehen will. Ja, und ich fände es schön, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, wenn wir uns gegenseitig Kraft schenken. Wenn dir das gefällt, was ich so mache, oder wenn du es gut findest, da kannst du da unten wo drauf drücken, du weißt. Und wenn du deinen aktuellen Zustand teilen möchtest. Mich würde sehr interessieren, ob es nur mir so geht, der so komische Dinge gerade in sich spürt. Oder vielleicht dir auch. Tja. Also ich bin gerade aufgewacht, ich liege noch im Bett, siehst du ja, im Camper. Und ich glaube, ich werde heute auch einen Tag im Bett verbringen. Weil mein Magen, der ist so, der mag nichts essen heute. Das spüre ich, also das ist so leicht schlecht und so, das habe ich seit 2-3 Monaten. Da wo die Leber ist und die Galle, da sticht's ab und zu mal so ein bisschen. Ja, und mein Schlaf, der will nicht so. Ich wache immer nach dem Einschlafen, also Einschlafen ist meistens schon schwer, aber nach dem Einschlafen, so 2-3 Stunden später, mache ich wieder auf und kann teilweise nicht mehr einschlafen oder schlafe nur noch so leicht ein und träume die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Kommt das vom Energetischen? Weil ich glaube, du hast mitbekommen, dass sich die Erde gerade völlig verändert. Dass die Sonne sehr aktiv ist, das Erdmagnetfeld gerade zusammenbricht. Puh, tja, keine Ahnung. Oder ob es von meiner veganen Ernährung, von meiner Hardcore-veganen Ernährung kommt. Weil das fing bei mir vor 2 Jahren an und letztes Jahr war es so auf dem absoluten Höhepunkt, dass ich gedacht habe, ich sterbe bald. Was aber auch ein Mega-Prozess war, der mir so viel gebracht hat, der mich so viel weitergebracht hat im Leben auch. Nämlich die Welt mit ganz anderen Augen zu sehen. Auch wie ich jetzt gerade hier so liege und wie ich vielleicht auch aussehe. Ich habe nicht in den Spiegel geguckt, ist mir auch eigentlich völlig egal. Es gibt wichtigere Dinge, wie man sich fühlt, wie man sich im Innen fühlt. Das ist das, wie frei man in sich ist. Das ist für mich so das Wichtigste. Ja, und sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, kann ich dir sehr empfehlen. Habe ich zwar früher auch gemacht, aber als ich wirklich dann davor stand und sich so angefühlt hat, als würde ich demnächst gehen, da habe ich gespürt, wie es ist, wenn man ja so fühlt, alles loszulassen bald. Auch seinen Körper, alles. Und das hat am Anfang sehr wehgetan, so im ersten Moment. Und als ich mich dann da durchbewegt habe und hinten wieder rausgekommen bin und gespürt habe, so hey, ich gehe nach Hause. Das ist so ein schönes Gefühl gewesen, weil diese Welt, in der wir gerade leben, ist das die Welt, die dir gefällt, die dir Spaß macht? Mit so vielen negativen Lügen und Unterdrückung und Einschränkung der Freiheit. Ist das dein Leben? Ist das deine Welt? Findest du die toll? Deswegen fände ich es auch ganz schön, wenn wir uns gegenseitig Energie schenken. Also falls dir das gefällt, was ich so mache, kannst du gerne da unten draufklicken. Würde mich sehr freuen. Und wenn du, ich weiß ja nicht, wie es dir so geht, falls du ähnliche Dinge spürst, gerne unten reinschreiben. Würde mich sehr interessieren, ob es nur mir so geht oder dir vielleicht auch. Ja, das soll es gewesen sein. Dann wünsche ich dir eine wundervolle Zeit auf der Erde. Genieß es, lass es laufen, wenn es dir nicht so gut geht. Wir sind in Heilung und wenn wir uns was Gutes schenken, dann ist das alles viel einfacher auf dieser Welt. Und wir können zusammen wachsen in die Freude, in die Freiheit. Also in diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, eine herzliche Umarmung, danke nochmal und bis später, nachher gleich. Ciao, Kakao.